gutes Klavier oder Flügel? Welchem Instrument ist den Vorzug zu geben? Geschichtlich betrachtet ist der Flügel vor dem Klavier erfunden worden, und zwar 1709. Erst 110 Jahre später wurde das aufrechtstehende Klavier aus Platzgründen erfunden. Um die Länge des Klaviers mit einem Flügel zu vergleichen, muss man die Klaviatur auf die Länge des Klaviers draufrechnen. So bekommt man aus diesem 124er Klavier die Länge eines 154er Flügels und ist somit fast vergleichbar mit der Länge dieses Flügels. Der entscheidende Vorteil des Flügels liegt aber in der Mechanik. Nach dem Anschlag eines Klaviers muss diese Stoßzunge wieder hier unterfallen. Dafür brauche ich den ganzen Tastenweg, um wieder anschlagsfähig zu bleiben. Beim Flügelanschlag fällt diese Stoßzunge schon beim Drittel eines Tastenweges wieder ein und ist somit viel schneller und kontrollierbarer als die beim Klavier. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Vorteile beim Flügel liegen, weil auch die Klangabstrahlung eine bessere ist als die beim Klavier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wir konnten einige Ihrer Fragen beantworten. Bis zum nächsten Mal.